Heize Bob und Bengen zu einer neuen Woche und die startet mit Formel 1 und Bohren. Nee, also das ist so eigentlich mein Highlight dann, wenn denn Autorennen ist und es ist 24-Stunden-Rennen am Wochenende. Ich kann dieses Jahr leider nicht dabei sein und ich kann auch dieses Jahr leider nicht dort arbeiten, was ich ab und zu gemacht habe schon. Und ja, deshalb baue ich so ein bisschen die Resteliste ab, die ich noch so zu erledigen habe, wie zum Beispiel eine kleine Garderobe anbringen oder jetzt ganz aktuell ein gekauftes Bett, Holzbett, wo schon aus dem Karton Schäden am Material sind. Und so Holzleisten zum Beispiel, richtig fette Macken drin, trotzdem drüber lackiert, eingepackt, versendet. Ja, das merkt keiner. Also ist wirklich eine mega Unverschämtheit und es regt mich total auf. Und das ist nicht von diesem schwedischen Konzern, sondern eigentlich von einem Unternehmen, wo ich gedacht habe, vielleicht ein bisschen Qualität, da kann man schon mal ein bisschen Geld investieren. Und ich ärgere mich so, weil eigentlich hätte ich dann das Bett auch selber bauen können. Und ich habe es aus Zeitersparnis und des Familienfriedenwillens nicht selbst gemacht, weil es hätte dann einfach noch gedauert und das Bett wäre nicht fertig geworden. Mit dem Resultat, ich ärgere mich darüber, weil es ist Schrott. Ich darf es wieder auseinanderbauen, wieder zusammenbauen und naja, egal. Da startet jetzt die Formel 1 gerade. Fuck, ich habe den Start verpasst. Okay, wir sehen uns gleich. So, jetzt mal die blöde Frage. Würdet ihr hier so eine Stelle akzeptieren? Und das ist halt wirklich ein Bett, was jetzt auch nicht nur 50 Euro kostet und selbst dann. Also, und das ist ein Sichtbrett, was halt oben ist. Also das ist das Kopfende und dann das oberste Brett. Also sowas, ganz ehrlich, ärgert mich mega. Aber ich habe es auseinandergenommen, das Brett und alles wieder zusammengepackt. Aber auch hier wieder auch eine mega ärgerliche Nummer, nämlich sind so kleine Holzdübel quasi dabei. Und jetzt habe ich die Ersatzbretter geschickt bekommen, aber keine neuen Holzdübel. Und alle meine Holzdübel sind viel zu fett, das heißt, ich muss jetzt erstmal welche runterschleifen und so weiter. Ärgert mich mega, weil was macht denn einer, der eben nicht mal eben so die Möglichkeit hat, mit einer Werkstatt das zu machen? Also echt Daumen runter, aber naja, egal. Ich beschäftige mich mit irgendwas, was mir jetzt mehr Freude macht. Werkstatt aufräumen, zum Beispiel. Auf dem Weg in die Werkstatt fiel mir noch ein, verdammt, warte mal, seit circa 8 Jahren fehlt an einer Stelle eine Leiste. Und zwar über die ich mich immer ärgere. Im Gästeklo habe ich hier eine Trockenbaudecke eingefügt und hatte damals nur noch 2 unterschiedliche Stärken an Rigipsplatten und habe dann einen 3 mm Unterschied quasi an die Decke gebracht. Und das fügte hier, wo jetzt gerade die kleine Spinne unterwegs ist, dazu, dass es hier einen Höhenunterschied gibt. Und dann habe ich diese wunderbaren Zierleisten da so dran gemacht. Mehr schlecht als recht, aber für mich in dem Falle als Häusle-Umbauer hat es völlig gereicht. Aber diese Leiste wollte in den Versuchen, wie ich sie festgemacht habe, nie halten. Und jetzt werde ich sie einfach festnageln. Mir ist es jetzt einfach völlig egal. So verschiedene kleine Nägelchen von kleinen bis zu so dickeren, größeren. Und ich werde es jetzt erstmal mit so mittellangen Nägeln probieren. 3 Stück. Fertig, rein damit. Das könnte zum Erfolg führen. Scheiße. Das ist halt kacke, wenn es nicht richtig hält. Oh, ich könnte kotzen. So, und hier oben diese Luftlücke. Das ist das, was mich so ankotzt. Wisst ihr was? Da kommt einfach eine Silikonfuge rein. Fertig.
kommt kein Schönheitswettbewerb, wird kein Schönheitswettbewerb gewinnen, aber also, naja. Wie angekündigt, mache ich mich jetzt auf den Weg zu Laura, denn bei Laura findet gerade das 10 Makers Project statt. Von Haikuki mit Laura oder von Laura in Unterstützung von Haikuki organisiert. Und ich werde die ganzen Maker jetzt ein bisschen verwöhnen, weil ja, ich gar nicht so viel Zeit habe. Und dann habe ich mir überlegt, wer arbeiten kann, muss auch was essen. Und da kümmere ich mich jetzt drum. Für die ganzen Maker. Und genau, der Beefer ist eingepackt und dann werden wir da mal aber richtig einen abbeefen. Also, ab die Post und los zu Laura. Ganz einfach nicht aufhören. Kjell kann nicht mehr, Laura frisst sich schon die Wand voll. Es ist jetzt also ist egal, ob man noch kann oder nicht, man muss einfach weitermachen. Ja. Ich bin so, kannst du auf die Uhr gucken? Ah, okay. Mama, Knopf. Ja. Ja, das schon. Aber. Ich habe überlegt, welchen Finger jetzt? Mittelfinger oder? Hey, ich bin hier bei Laura beim 10 Makers Treffen. Mega geil. Ich habe halt, könnt ihr hier in den Insta Stories, sage ich euch mal ein bisschen was. Mega geil. Vielen Dank fürs Fleisch. Sehr gerne. Marcel, was bringst du uns damit? Das ist ein Beefer und zwar ein 800 Grad Teufelmonster. Ich habe 9 Kilo bestes Roast. Schöne Marmorierung. Hey, guck dir mal den Teller an. Na. Baboom Bang, besucht seinen YouTube-Kanal. Jeder, der jetzt reingeht. Hey guys, look who's here. Marcel Bauboombang with his beefer. It works a little bit better than my. Yeah. Genau, ich habe für alle ein bisschen gebieft, weil wer arbeiten kann, kann auch was futtern. Und jetzt lassen wir den Abend noch schön auschillen mit allen, die da am Start sind. Alter Schwede, es macht so einen mega Spaß. Also, ja, so viel gibt es hier nicht zu sehen. Deshalb, ich kam erst ein bisschen später und habe eigentlich die ganze Zeit nur am Beefer gehangen. Hauptsache, es sind alle satt. Und naja, jetzt gehen wir noch ein bisschen ans Lagerfeuer. What I was gonna say, that's it for today. When you're focusing on consolidating material down, or sorry, like changing the volume down, the main reason it's easier to go square to develop your taper, uh-huh. And then if you want to make it round from there, is because visually you can see the straight lines. Yeah. So you know if you have a nice taper this way, mm-hmm. And then you can turn it and see if you have a nice taper this way. See all the different pockets. Midnight woodwork. The only thing I did at Steve's is pretty much the only thing where somebody told me. I've made a bed upstairs. Yeah, right. We have no mattresses, so I'm just going to put these on. And then we can pretend to be asleep. make it square and then... Steam. Hell yeah. Good night, Smudo. Gute Nacht, Schlafchen. So, rum, hopp. Los jetzt. Leute, ich flippe aus, denn, was soll ich sagen, da bin ich einmal kurz ein paar Stunden nicht zu erreichen und check mein Account und ich habe die 10.000k geknackt. Danke an euch da draußen, danke an euch, die ganzen Verrückten, die Bauboom Bang abonniert haben und immer damit dabei sind, fleißig kommentieren, die Daumen nach oben strecken und mit mir genauso viel Spaß haben, wie ich selber an dem ganzen Projekt habe. Und ich möchte einfach nur ein fettes, fettes Danke raushauen. Mega, ihr seid die geilsten und ich verspreche euch, es geht weiter mit Bauboom Bang und ja. Yes! Mehr kann ich gerade nicht sagen. Ich trinke jetzt einen auf euch.
immer noch euphorisiert und nach ja, einem guten Drink auf mich und auf euch und auf uns und auf Bauboom Bang mit dem eingeweihten Grillwender, den ich beim Ten Makers Treffen am Beefer auch benutzt habe und der dreckige Beefer im Hintergrund, ja, ach, das macht mir alles total glücklich und ich kann nur sagen, danke für die Woche, wo ihr wieder mit dabei wart und ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, den werde ich jetzt erstmal sauber machen und dann wird es direkt bald ein Barbecue Beansberg Video bald geben und wo ich euch auch nochmal den Beefer zeige. Das war ein fetter Wunsch in vielen Kommentaren. Auf jeden Fall sage ich ein fettes Dankeschön, gebt mir einen Daumen nach oben und kommentiert fleißig, schaltet die Glocke an und ach ja, warte, noch ein fettes Dankeschön an Arkin Woodwork, der mir auch ein cooles ja, Laser-Logo noch gemacht hat. In traumhaftem Holz. Danke dir nochmal dafür. Thumbs up nach oben und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns am Dienstag im nächsten Projekt oder im nächsten Vlog. Euer Bauboom Bang. Ach ja, hier könnt ihr abonnieren und da ist das nächste Video.